Aktie K plus S Kali plus Salz. Eine Börsenempfehlung von D. Seltsam Genzi. Video. Ich empfehle, die K plus S Aktie zu kaufen. Vor 120 Jahren wurde in Goslar die Aktiengesellschaft für Bergbau und Tiefbohrung als ältester K plus S Vorläufer gegründet. 1899 4 unbekanntes Zeichen mierte das Unternehmen in Salzdetfort AG um, nachdem der Sitz in den Blechnami unbekanntes Zeichen gen Kurort verlagert worden war. Einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum heutigen DAX-Champion stellte 1971 die für unbekanntes Zeichen Sion mit der BASF-Tochter Wintershall und der Burbach-Kaliwerke AG zur Kali und Salz GmbH dar, die ein Jahr später in eine Aktie unbekanntes Zeichen Engesielschaft umgewandelt wurde. 1999 benannte sich unser Champion schließlich in K plus S AG um und beschäftigt heute mehr als 12.000 Mitarbeiter in 15 Ländern. Bestens aufgestellt. Kernkompetenz ist die Förderung von Kali- und Magnesium-Rohsalzen, die zu einer viel unbekanntes Zeichen Zahl an Düngemitteln verarbeitet werden. Mit einem Marktanteil von knapp 11% B unbekanntes Zeichen legt K plus S hier weltweit inzwischen den 4 unbekanntes Zeichen Tlenrang in einem vielversprechenden Zukunftssegment. Denn im Schnitt wächst die Weltbevölkerung um 1,2% PA bzw. rund 200.000 Menschen pro Tag. Um aus den verfügbaren Anbauflächen höhere Erträge herauszuholen, wird daher der Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Daneben stellt das Salzgeschäft ein wichtig unbekanntes Zeichen Gs zweites Standbein dar. Nachdem gerade die 1,6 Milliarden Dollar schwere Übernahme unbekanntes Zeichen mit des US-Konkurrenten Mortons Holt abgeschlossen wurde, ist unser Champion hier mit den Tochtergesellschaften Esco und so unbekanntes Zeichen Ciudad Punta de Lobos jetzt sogar die weltunbekanntes Zeichen weite Nummer 1. Die ausgezeichnete Positionierung in diesen beiden Geschäftsfeldern weckt immer wie der Übernahme Fantasie. Im Jahr 2007 stieg BSPW, der Milliardär Andrei Melnitschenko, erstmals bei K plus S ein. Und mittlerweile ist der Russe mit einem Anteil von rund 16% größter K plus S Aktionär vor dem Champions-Kollegen BASF, 10%. Zudem wird regelunbekanntes Zeichen mäßig über einen Einstieg des kanadischen Rivalen Pate spekuliert, der dadurch seine Position als Düngemittel-Weltmarktführer deutlich festigen könnte. Von der Rezession wurde K plus S im ersten Halbjahr voll getroffen. Im Vergleich zum unbekanntes Zeichen Kortjahr 2008 sanken die Umsätze auf 1,8 Milliarden Euro, minus 24%, während der Gewinn durch die Mortons Holt Übernahme auf 77 Millionen Euro zurückging, minus 75%. Doch es gibt auch einen ersten Lichtblick, inzwischen zieht insbesondere in den Wachstumsmarkt unbekanntes Zeichen Ten Indien, Brasilien und Südostasien die Düngemittelnachfrage langsam wieder an. Trendwende geschafft. Auch an der Börse scheint K plus S allmählich in die langjährige Erfolgsspur zurückzufinden. Unbekanntes Zeichen den. Im 10-Jahres-Mittel zeichnet sich die Aktie durch eine hohe Gewinnkonstanz von 92% sowie rund 26% Kursgewinn PA aus. Gleichzeitig liegt die Verlustratio mit 3,12 rund 17% über dem Champions-Mittelwert, was auf den heftigen 71% Absturz im fair unbekanntes Zeichen Gamenenjahr zurückzuführen ist. Inzwischen konnte sich der Kurs aber wie unbekanntes Zeichen der um 32% erholen. Sobald der nächste Aufwärtstrendwechsel gelingt, dürfte die Bodenbildung abgeschlossen sein, weshalb wir uns per Stop-Limit bei 41 Euro auf den erneuten Einstieg vorbereiten. Denn unsere 14 bisherigen Empfehlungen liegen allen Turbulenzen zum Trotz durchschnittlich 121% im Gewinn. Und rechnerisch eröffnet sich für K plus S in den kommenden 5 Jahren ein kräftiges Gewinnpotenzial von 183%. Aktie K plus S Kali plus Salz Trading Selmkenzi Seltsamkenzi.